Die Todgeweihten grüßen euch zurück bei Diablo 3. Ja, ist es auch. Und wir haben, wie versprochen, haben wir unsere Sachen nochmal schnell gesockelt und gemacht und getan. Genau, ach ja, muss ich gerade nochmal kurz, warte mal, glänzender Topaz. Wir haben was zusammengebastelt, jetzt hier ewig Edelsteine rumhantiert. Das ist, glaube ich, schon besser, wenn man das dann offline zeigt eigentlich. Wir machen da so eine Mixtur, denke ich mal, draus. Das denke ich auch. Also das dauert echt Ewigkeiten teilweise. Und ich habe gerade gefunden, ich habe an der Rüstung noch einen Sockel frei. Da gucke ich mal ganz kurz, Waffe, Vitalität, Stärke, Geschicklichkeit... Sonstiges 34 Geschicklichkeit. Ja. Was hab ich denn da noch drin? 34 Vitalität, da habe ich so ein Ding noch. Nee, so ein Ding. So ein Ding hast du noch? Ja, so ein Ding habe ich noch, jetzt Alter. Fangen wir hier schon wieder an mit diesem Kram. Ja, gut, aber das kriegen wir schnell hin. Die will ich auf jeden Fall, Haus da will der ich. Schreie. Die will ich auf der Waffe haben. Wir sehen uns haben. Im Haus der Schreie, mein Lieber. Okay, warte. Sonstige 26 Vitalität. Bringt mir Vitalität was? Vitalität bringt dir natürlich was. Du bist ein, also wenn du entweder spielst jetzt auf Tank so ein bisschen oder halt auf Krieger, Warrior King. Ja, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich mehr Leben kriege und mehr Stärke austeile natürlich, immer. Ich pack mir mal so ein Schaden. Schaden mache ich halt viel, ne? Du musst halt ein bisschen was einfangen, weil ich kacke schnell ab. Aber ja, einfangen tue ich ja auch. Der teilt halt auch vor allem aus eigentlich. Ja, ja, also kriege ich schon hin. Hier bin ich. Hallo. Wo ich glaube, ich muss niesen. Was? Geh niesen. Manchmal muss man das Leben genießen. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Ich reiße noch schnell die Bücher aus der Wand. Da musste ich gerade niesen, sorry. Gesundheit, lieber Sarazar. Dankeschön, sehr freundlich. So. Ich hoffe, das sind keine Popel auf der Tastatur gelandet. Nee. Oh, halbe Stadt eingerissen. Hier, guck mal. Kammer des Zauberers. Ach so. Ave Interruptus. In Sorugus Elitos in Situ. Ach so. Das ja, wusste sag ich doch gleich. Ich rufe die Seelen zurück, die diesen armen Menschen gestohlen worden sind, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Seid ihr verrückt? Sie verwesen. Ihre Seelen können weder durch Magie noch irgendwie sonst zurückgeholt werden. Moment, was ist das für ein Geräusch? Ach ja, der Schlaubi. Oh, es ist Charok. Den wurzel ich weg, Alter. Eine kleine Schnitte. Charok ist down. Hey, geil. Zauberer! Ignoranz ist unglaublich. Keine Magie mehr, hört ihr? Ja, ja, natürlich. Ihr seid gesegnet, werter Herr. Komm, ich hau nochmal die Hydra rein. Jetzt habe ich die Blitzhydra freigeschaltet. Das muss ja wohl geil sein. Das war die schwerste Quest, die wir jemals hatten. Ey, wer ist das denn? Ach, das warst du. Die Blitzhydra, die ist Hammer. Stimmt, ich erinnere mich noch. Das war's? Mehr gibt's hier nicht? Nee, das war's. Aber eine Blitzhydra ist jetzt hier. Guck mal, da sitzt die. Ja, das ist gut. Da freut sich der Zauberer bestimmt. Die ist ganz nett. Der ist ja nicht mehr so einsam. Okay. Wieder raus in die Altstadt. Oh, ich muss husten. Ach. Genießen, husten. So. Ja, nein, heute ist Blitzhydra. Ey, da lohnt sich voll die Blitzhydra. Hat sich ja auch bei dem einen eben... Boah, wow. Wahnsinn, oder? Kosten, Nutzen sprengt die Skala. Okay, wir müssen ein bisschen runtergehen. Wir erkunden ja hier noch ein bisschen. Die Ecke, die Area. Ja. Check die Area, check die Area. Da geht's runter? Nee. Hier müsste es doch noch tiefer gehen. Hier haben wir auf jeden Fall noch nicht entdeckt. Folge mir einfach, Gregor Onk. Folge. Höre dich in die Verdammnis. Durch die Wirren der Stadt. Ja, jetzt verwandelt er sich. Ich wusste es doch schon vorher, dass er so ein Arschloch ist. Jetzt kann man die Hydra was machen. Hast du denn Spaß an Hydra? Guck mal. Ja, die Hydra teilt aus. Alter, das ist immer noch der Spielsound, das ist zu laut für mich. Sorry, Freunde. Boah. Ich denke, ein bisschen runtersetzen, sonst hört man die Welt nicht so gut. Das reicht nicht. Oh, was machst du denn da eigentlich? Ich war der Bestrafer. Ich musste... Hier, knochiger Zwinger nehme ich auch nochmal mit. Du guckst jetzt aber nicht die ganze Zeit in dein Inventar oder so, ne? Was du da gerade machst. Nee, ich habe nur kurz die Soundeinstellung nochmal ein bisschen... Das ist eine gute Idee mitten im Kampf. Damit, das ist ja, super. Aber ich dich so schlecht verstehen kann, wenn das so mega laut ist, weißt du? Das geht mir auch nicht anders, aber dann spreche ich auch lauter meistens. Ja, aber das rum und so, das hört man ja trotzdem noch und es ist nicht so ausschlaggebend. Ja, ein Kommentar von dir. Ach, jetzt hört's aber auf. Da erröte ich ja vor Schamesröte. Naja, du kannst mir im Notfall auch den Arsch retten. Na, solange es nur retten ist, bin ich beruhigt. Ich dachte pudern. Hey, guck mal, Uzrael. Uzrael. Auf drei? Eins, zwei, drei. Ich konnte Maltael ins Sanctuario nicht ausfindig machen. Aber was ich fand, waren viele Menschen. Zu viele.
Sie morden, sie betrügen einander und lassen es zu, dass derweil ihre Brüder an Hunger sterben. Sollte ihre wahre Macht jemals freigesetzt werden, ist unser aller Schicksal besiegelt. Sie haben die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen. Und sie wählen zumeist das Letztere. Diese Todesmacht kontrolliert den Seelentiegel. Zeigt, dass sie stirbt. Die kontrolliert also den Seelentiegel. Alter, was da los ist und was hier für Leichenberge rumliegen. Alter, boah, das Finne. Das sieht aber hammergeil aus gerade, ja, da hinten. Das ist mega krass. Alter Schwede. Nice. Sehr nice. Du kleiner Damage-Dealer, du. Jetzt hilft uns mal die liebe Hydra. Wir müssen auf jeden Fall die Leichen, die Leichenberge eindämmen. Komm nochmal, Hydra hier. Komm nochmal hier, der. Vorsicht, hinter dir! Ach, das geht schon. Oh! Unfreundliche Geselle. Ey, meine Hydra, Vorsicht! Die greift mich an, macht Schaden. Wo bist du? Ach, da oben. Yeah! Huch! Oh, schnelle Seidenhandschuhe der Stagnation? Käufliches Heldentum, was war das denn gerade? Ich hab. Bei mir ging plötzlich dieser Bildschirm automatisch auf, weil ich aus Versehen wahrscheinlich geklickt habe wie ein Wahnsinniger. Danke. Ach, das ist interessant. Ich wusste, dass ihr rechtzeitig kommen würdet, um mich zu retten. Oh. Den ziehe ich mal an. Wen habe ich denn da? Ich habe eine neue Hose. Ich habe da jemanden gefunden im Leichenhaufen, lieber Sarazar. Wen denn? Eine. Interessante Dame. Oh, die Miriam. Hi. Soll ich mal? Mal. Ich quatsche die mal schräg von der Seite muss an. Ich warte mal. Kurz hier. Also, warte. Ist doch, was machst du denn? Das ist doch die Miriam. Ja, ja. Die lustige. Miriam. Warte. Die sieht ein bisschen ähnlich. Wie konntet ihr das wissen? Ich bin Miriam Yassir, eine Seherin der Vezin. Ich habe unser Treffen vorhergesehen. Doch nicht dieses Grauen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ein einziger Seelentiegel ist noch übrig. Wenn ihr ihn zerstört, werden die Maiden keine weiteren erzeugen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen los, und zwar jetzt. Jetzt rennt er nicht los. Mehr zu helfen. Weiter geht's, Gregorius. Die Dame besteht zu 50% aus Brüsten. Ja, übrigens. Die sieht ein bisschen aus wie so eine Zigeuner-Wahrsagerin in so einem Disney-Film. Oh. Malteil. Ja. Er beobachtet euch. Der alte Spanner, warum macht denn er sowas? Ich fühle mich jetzt unwohl. Ich feier ja die Musik. Oh, und noch ein Beutel. Auf drei? Eins, jo. Zwei, drei. Die Menschheit widerte mich zunehmend an, während ich ins Santuario weilte. Als ich Maltail schließlich ausfindig gemacht hatte, war ich nicht überrascht zu erfahren, dass er ebenso fühlte. Wir werden der Menschheit, dieser Geißel der gesamten Schöpfung, ein Ende setzen. Und am Ende wird Inarius tragischer Fehler getilgt sein. Er wird getilgt sein. Er wird getilgt sein. Vertilgt sein. Ihr solltet euch zur Enklave der Überlebenden aufmachen. Hier draußen ist es nicht sicher. Unsinn, ihr werdet mich schon beschützen. Nachdem ich gesehen habe, was diese Dinge einem antun können, dann sagen wir einfach, dass ich die Zerstörung des letzten Seelentiegels mit eigenen Augen sehen muss. Und jemals wieder ruhig schlafen möchte. Ja, ich meine, die sieht ja die ganze Zerstörung. Klar, da würde ich auch mitkommen. Ja, klar, würde ich auch. Lieber mit so zwei Superhelden, wie wir es sind, als alleine, ne? Alter, ganz ehrlich, bei den ganzen Toten und so, da würde ich lieber sonst wohin laufen. Nee, ich würde lieber mit uns gehen, ganz ehrlich. Also nicht aber, mit uns jetzt direkt, aber mit unseren Charakteren. Weil, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du im Dorf sicher wärst. Weiß ich nicht, aber zumindest würde ich mich da sicherer fühlen, als hier über einen Friedhof zu laufen, wo überall die Untoten aus den Gräbern quillen. Mit zwei solch tollen Helden? Ja. Yeah. Lade nach! Woher wisst ihr von Lea? Seid nicht so grinsend. Es gibt vieles, worüber ihr euch freuen könnt. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es in finsteren Zeiten immerhin ein Leckerchen gibt. Das stimmt. Wenn ihr erst so viel verloren habt wie ich, werdet ihr vielleicht verstehen. Was hat die denn verloren? Ihren BH oder was? Vielleicht. Aber den hat sie, glaube ich, noch an. Also, sie werden schon angehoben. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat sie Helium im Plakat. Sie einen ziemlich guten Stand. Ah,
Alter, wie wir den Friedhof auseinandernehmen. Ich schäme mich ein bisschen. Warum? Den Friedhof und so? Ja, weil wir den Toten keine Ruhe lassen. Wir zerstören ja auch die Steine und so. Ja, eine Gedenkstätte. Das ist echt unverschämt, ne? Vor allem eine Krone und einen Plattenhelm. Die brauchen wir ja nicht. Die Zukunft? Sag mir, wird diese andauernde Zerstörung jemals enden? Natürlich wird all das enden. Und ihr werdet ein langes und glückliches Leben haben. Ach. Warum glaube ich euch nicht? Weil es nicht vollends der Wahrheit entspricht. Und weil ihr habt bei Astro TV gearbeitet. Ihr seid verharren und weigert, zu glauben, dass ihr jemals glücklich und zufrieden sein könnt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Leute von Tristram und so, dass sie überhaupt noch irgendwie glücklich und zufrieden sein können. Was denn? Ich lache gerade darüber, wenn es hier doch eine vom Astro TV diesen Witz, wo die ihre Brüste auf die Theke legt. Das passt so zu Miriam. Wenn ihre Brüste was? Achso. Warte. Boah, Alter. So. Ah, wohl. Der ist aber gut, Freunde. Ach komm, lieber. Sicher. Legt euch mal wieder ein bisschen hin. Schön. Es ist wunderbar, euch endlich zu treffen. Auch wenn ihr ein wenig hagerer seid, als mich meine Visionen haben erwarten lassen. Ihr gebt einfach nicht genug auf euch acht. Immer steht die Rettung der Welt an erster Stelle. Naja, gut. Zwischendurch müssen wir schon gerettet haben, ne? Ja, zwischendurch ein Schnitzel geht aber. Ja, hast du aber recht. Will ich gar nicht wissen, wie viel wir schon gerettet haben. So also virtuelle. Jetzt auch hauptberuflich. Hier ist der Wegpunkt. Cool. Wilddornfriedhof. Hallo. Hast du aktiviert? Das ist sehr lieb von Ihnen. Der Wilddornfriedhof. Wilddorn. Wilde Dornen lassen ja auch Platz für Romantik auf dem Friedhof. Ja. Bin auch ein bisschen romantisch berührt, wenn ich hier rumlaufe. Oh, hier, guck mal, hier können wir Benny Bartolomeo. Ah, warte, hier mal wieder. El Fetto Grande ist wieder da. El Fetto Grande, der Bauchmops. Oh, wer ist das denn? Ich hau mal an. Ja. Ich kann hören, wie mein Ehemann in seinem Sarkophag stöhnt. Bitte, setzt seinem Leid ein Ende. Immer noch wir sind, dran, oder? Wir sind so kindisch, Mann. Oh, viel stärker als ich gedacht hätte. Ja, na gut, aber der ist auch gleich weg. Was der Typ alles dabei hat. Komm, quatsch die Alte nochmal an. Ich danke euch. Jetzt können wir in Ewigkeit beieinander sein. Herz zerreißen. Ich bin von meinen Qualen erlöst. Und unsere Geister sind wieder vereint. Ah. Ein schöneres Leben nach dem Tode kann ich mir nicht vorstellen. Ah. Wartet, was ist das? Oh. Oh. Die Gesellschaft, viel dran. Du hast ein neues Befehl ein. Das war's. Das ist ein toller Zauberstab. Alter, legendärer Gegenstand. Wow. Ich muss kurz abchecken. Moment. Okay. Da ist er noch. Ach, was hab ich denn hier? Nicht identifiziert. Ach, du Heiliger. Ey. Alter, was für ein geiles Teil. Das ist ja der Wahnsinn. Scheiße, jetzt hab ich da mein Sockelding draufgelegt, Mann. Ah, der ist noch viel besser. Was denn? Ah, auf damit. Ah, den kann ich eh nicht sockeln. Super. Alter, guck mal, mein legendärer Zauberstab hier. Warte mal, da habe ich noch Stärke drauf. Ich habe einen legendären Zauberstab. Wusstest du das schon? Jetzt wird schießt. Jetzt lauf nicht gleich wieder los, Alter. Ach so, ich war hier gerade am Arbeiten. Du Doofchen. Warte mal. Okay, ich komm zurückgerannt. Die haben mich angehalten. Lass mich im Frieden. Hydra, komm zu mir. Ich tausche gerade mich noch aus ein bisschen. Ja, die Hydra macht das schon. Ich lauf sie an. Die Hydra beschützt dich. Witzwiderstand erhöht den Schaden, aber physischer Widerstand ist wichtiger. Die Axt, Giftschaden. Boah, ich habe so viel Krempel ja wieder. Plus 23 Erfahrung. Kleine Fledermaus. Bei Treffern 11% Flächenschaden. Nee, komm, da war ich mal das jetzige. Okay, was habe ich hier? Das ist ein Hammer. Hui! Nimm dir mal die Seidenhandschuhe. Regeneriert 39 Leben pro Sekunde und plus 75 Leben pro getötetem Gegner. Verdammt. Ich brauche eigentlich nicht so viel Stärke. Ich müsste. Oh, und hier habe ich was zum Identifizieren. Legendäres Amulett. Hydra macht das schon. Herr Ramel? Hm? Jetzt warten Sie doch mal. Ich bin hier vorne die ganze Zeit um die Ecke. Ich spiele hier ein bisschen. Ich habe Freunde gefunden. Meine also Hydra beschützen. Viele Freunde sind aber nicht geblieben. Da unten waren wir schon.
Was ist eigentlich mit meinem kleinen Freund hier? Bitte erwähne das jetzt nicht im Let's Play, ja? den legendären Zauberstab. Mehr Wut. Okay. Wie die Tante einfach immer mitläuft. Ja, die ist aber Wahrsagerin, also ist nicht so schlecht. Die hat zwar nichts drauf, aber die ist Wahrsagerin. Ist besser als eine Ja-Sagerin. Ja, theoretisch. Ja, stimmt. Kommt drauf an. Wahrsager sind ja meistens Situation? Ja-Sager. Kommt drauf an, in welcher Situation. Die Dame ging es gerade erst auf, sagte er. Aber er braucht trotzdem mehr Charakter. Finger Fleischfresser! Ich muss bald mal wieder meine Skills ein bisschen umstellen, glaube ich. Was musst du gleich? Meine Skills ein bisschen umstellen, weil sonst wird es ja langweilig auf Dauer. Wieso? Jetzt sei doch nicht so unwirsch. Unwirsch. Interessant. Ey, warum haust du da diese Urnen kaputt? Ja, weil ich hoffe, da könnte noch was Kleines drin sein, aber... Aber... Ist doch Diablo, weißt du? Da schlägt man doch immer alles kaputt. Ja, macht man. Sehr wir auf Friedhöfen, da hast du dich eben noch beschwert. Komm, da vorne geht's weiter. Wir sind jetzt einmal wieder nur im doofen Kreis gelaufen. Aber da sind kostbare Kettenbänder drin. Na toll. Ja, und da drüben liegt Gold. Irgendwas quietscht Findet hier. Findet den Meisterseelentiegel auf dem Vorhof von Adelsruhm. Adelsruhm. Das ist unsere Mission. Und da ist unser Lehrer. Ich häng ab auf Adelsruhm. Und was machst du? Oh, die Hydra ist schon eine große Hilfe, muss ich ja mal sagen. Muss ich an dieser Stelle mal bei der Hydra bleiben. Komm zurück hier. Ja. Leistet ganze Arbeit, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall, gerade bei so vielen Kleinkram-Gegnern. 26 Monster getötet. Mich erstaunt, dass ich noch nicht einen einzigen Heiltrank gebraucht habe. Ich habe einmal einen gebraucht und einmal bin ich schon gestorben, aber ich vertrage halt auch nicht so viel wie du. Ja, ja, ich bin ja zum Einstecken da und du zum Austeilen. Ja. Verkehrte Welt. Oh, Beinwickel. Die Glasklinge der Grausamkeit. Hydra, komm zu mir. Da, oh, wer ist das denn? Komm schon, Fetten. Alter, was ist los? Ich bin eingefroren. Ich auch. Das ist aber nicht so geil. Und schon wieder eingefroren. Ja, jetzt habe ich einen Heiltrank genommen. Was? Jetzt habe ich gerade auch einen Heiltrank genommen. So, wo ist meine Hydra? Komm zurück. Mach sie fertig, die Viecher. Ach, das waren Premium-Mäuse hier. Premium-Fledermäuse. Deswegen haben die so lange gedauert. Stille Beinwickel der inneren Stärke. Das bringt die Heilung ja noch viel. In der Tod. Schillernde Träne. Diese schillernde Träne. Oh. Oh. Na, sieh mal an. Ein Schrein der Gunst. Gunst? Ja, was günstet er dir denn, der Schrein? Es ist ganz günstig gerade. Oh, Vorsicht, ich glaube, der hier war der Einzige, oder? Ja, also Betonung auf wahr. So. Hier brauche ich meine Hydra gar nicht. Ah, ich hätte eben einfach mal wieder meine magische Supergestalt hier nehmen können. Oh, warte, wir haben unten eine Queste. Auf der Karte, eine Queste. Warte, lass jetzt hier lang gehen kurz, oder? Dann haben wir den Bereich einmal abgesiedelt. Ich wollte hier ich zeig die magische Gestalt mal, da geht sie nicht richtig ab. Okay. Alter, ich brauche gar nichts machen. Ich sammle die einfach nur, ich laufe hinterher und sammle ein. Alter, ich wunze nicht sowas. Das ist geil. La 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 la. Doch, ich sammle ich mal die Truhen auf. Ich kann fliegen. La 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 la. Ich muss nichts machen, ist ein Traum. Ich bin ein Barbar und bin eine zarte Elfe beim Damage. Oh, 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 jetzt. Oh, der hat mich angezoomt. Das ist gar nicht gut. Warte, warte, warte. Hydra. Ist weg. Okay. So, das war Lutz, der Ausgestoßene. Auch wenn ich diesen Strahl ja so gerne mag, glaube ich, ändere jetzt gerade mal meinen Zweitwaffenskill gleich. Ich bin immer das Leben mal gewesen. Boah. Aber das geht halt auch echt ab, so die Spiele mit dem Blitz und so. Oh, wer ist das denn? Das Kumpel von dir? Ja, das ist ein Netter. Den war ich noch gestern saufen, man sieht's. Ist ein Netter. TM.
So, warte mal. Ja, muss ich mal, weil gerade das tun. Ja, ja, okay. Hier nehmen wir mal die Arkanflut. Huch, neue Kraft. Stufe 34. Hast du auch schon gelevelt eigentlich? Das mache ich mal einfach. Hast du schon gelevelt? Ich bin gleich soweit auch erst. Ich habe jetzt schon zum zweiten Mal gelevelt. Nö, ich habe eben nicht gelevelt. Ich würde gerne gleich noch Fähigkeiten aussuchen, das habe ich letztes Mal nicht vergessen. Weil ich muss das gerade nochmal. Steigt eh gleich wieder auf, aber der ist so hart hier. Unfassbar. Oh. Unglaublich, ne? Ja. Ich komme jetzt einfach vor wie eine Witzfigur. Ich mache gerade eine Charakterklasse als Punching Ball. Alter. Achso, die sind schon alle tot. Steht eine halbe Stunde rum und schießt. Der alte Agro-Klaus. Ja, so zierlich der Charakter auch aussieht. So faustig hat der Zauberer es hinter den Ohren. Und weil sich ja viele Leute denken, warum hast du den denn nicht anders gestaltet? Das geht bei Diablo nicht. Der ist so vorgegeben, der Charakter. Ich finde es aber, ich kann mich auch mit dem anfreunden. Ich finde den cool. Nur der ich dachte nur zuerst, der ist eine Frau, muss ich ehrlich sagen. Weil der natürlich ein bisschen feminin aussieht. Was aber jetzt so ein Elfen- ist ja kein Nachteil. Warte mal, komm mal mit. Guck mal, oh, neues Ereignis. Warte, sprich dir noch nicht an. Ja? Das nämlich machen wir in der nächsten Folge, oder? Oh, das ist eine gute Idee. Finde ich super. Bis dahin. Tschüss. Ja, war ich jetzt mal der Böse, weißt du? Aber jetzt habe ich ja die Uhr genau im Blick. Und bevor wir den Robert ansprechen, ich frage mich, der ist ein Totengräber. Was kann der uns auf dem Friedhof wohl für eine Quest geben, Sarazza? Was meinst du? Vielleicht eine Leiche ausbuddeln? Was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Oh, das war jetzt ganz billig. Ja, also, egal. Also, das, ja, genau. Was? Also macht's trotzdem. Ist voll interessant. Was? Was soll der ausbuddeln? So. Leichen? Ja, der soll ausbuddeln. Ja gut, dann soll er buddeln. Ja, aber da könnte sein, dass der auch einen kleinen Schatz sucht. Oder es könnte sogar sein, dass der seine verlorene Frau hier sucht. Oder eine neue. Oder... Oh. Vielen Dank fürs Zuschauen und... Tschüss.